Mai. Doch, das ist die Höhle. Hallo. Doch, das ist die Höhle. Hallo. Ja, genau. Ja. Soll ich sagen? Grützli. Was geht denn? Aber in der Höhle, oder, meine Freunde? Ne? Wir haben jetzt hier. Ist ja? Elfi bekommen. Den Alf. Ne? Haben alles durchlebt, haben gekämpft, haben dies, haben das, haben die Leute kennengelernt. Bam, bam, bam. Und jetzt geht's ab in die Höhle. Zu den Vipern. Geht's, Jungs und Mädels? Ab geht's. Höhle von Rühe. Rühe. Oh, gucken, was uns erwartet. Das Gefühl, ich mach's hoch. Ja. Ruinöser Samen. Was haben wir. Worüber sollen wir denn so quatschen am Anfang? Und mir mal erzählen. Worüber quatschen wir denn so am Anfang von so einem Video? Einfach reimer, mal klitsch, mal klatsch. Also, gibt's da nicht viel zu besprechen, oder? Oder vertue ich mich dann? Nee, ich bin doch nicht ganz doof, oder? Schon sagen. Frag ich doch. Also muss ich mir, glaube ich, keine Gedanken machen, oder? Aber dann, wir gehen einfach rein. Das ist unsere Masche, das ist unsere Art. Wir brauchen nicht hier rumzam. Oh. Bogen geht gar nicht. Ach du Scheiße. Ein halt, Linde. Ui. Schwert geht klar. Liebesfähigkeiten. Erion. Guck mal, ist das? FP stehlen. Oh, er ist direkt tot, ey. Ja, aber haben wir auch nichts drauf. Ist ja lächerlich, aber 11 Erfahrungspunkte. Das geht klar. Das ist okay. Damit kann ich leben. Jetzt habe ich ja nichts Besonderes. 500 Yen-Gel, was auch immer. Wow. Oh, Fledermäuse. Fledermäuse? Was können die denn? Stich. Stufe 2. Stich Stufe 2, also unnötig. Linde! Ja, Mausi, hat sie fein gemacht. Super! Mission. Bring gar nichts, ne? Stickerfähigkeiten. Eiszapfen. Machen wir Eiszapfen her. Guck mal, hat's gut geklappt. Oh ja, FP klauen. Zwei stabile Angriffe. Was soll ich denn machen? Ein Feuer? Nee, kann nix. Gar nix. Tja. Es bringt nix. Was soll ich denn hier rufen? Klitsch, klatsch. Oh. Oh. Hat jetzt aber nicht viel geklappt. Mischen. Mal ehrliche Samen. Großer Magie. Ein Stück kleiner Magie. Ich kann immer nur Samen mischen, ne? Also. Dicker-Fähigkeiten. Ersthilfe. Solche mischen. Komm, einfach reinkloppen. Er hat aber keine Axt in der Hand. Fällt mir gerade auf. Läppsch, ne? Was ist denn seine Axt? Wer ist eine Axt in der Hand hält? So eine stabile. Das ist sonst gar kein Mehrwert. In Style. Edlicher Staub. Sonst haben wir gar nichts. Wir können nicht da runter, können hier nicht, können da nicht. Oh. Ein Truhe. Tröstender Staub. Oh. Weiß ich nicht. Bis jetzt läuft es eher schleppend. Feuer? Ja, nee. Nee. Nee, ist nicht deren Ding. Linde, mal anspringen. Braves Mädchen.
Gucken. Ah, Bogen. Ah, schwach gegen Bogen. Mischen. Staub. Ah, guck mal, Staub kann ich auch mischen. Samen und Staub. Hab ich drauf geachtet. Na, komm. Linde? Linde? Braves Mädchen. Braves Mädchen. Uiuiuiuiui. Ist mein Kaffee. Ah. Manche, also einige Wände sehen auch echt mal verdächtig aus, aber jetzt sind sie nicht. Die sind einfach kacke. Sieht einfach so hässlich. Ah, hier kann ich mich erinnern. Wird das, wie soll ich das nennen? Diese Stelle. Ah. Wo kann ich mich erinnern? Ah, kann mich echt erinnern. Linde, mach fertig. Los, Junge. Ah, weg, Junge, weg. Was? Ich bin da. Ich bin da. Oh, asiatisch ist echt schwierig. Oh, Fertigkeiten. Ja, was kann ich denn? Na, oh, guck. Ach, oh, ja, stimmt, ne? Erste Hilfe und Eiszapfen. Oh, jetzt müssen wir mal. Mal gespannt, ob der geile Sachen hat. Halt negative Statuseffekte mit auf einem Bündel und macht diesen für 2 Runden immun gegen andere negative Effekte. Hm, ist nett. Gibt einem Gegner schweren Schaden mit einer Axt zu. Oh, ist nett. Gibt er deinen Gegner 2 Runden lang. Oh, das ist nett. Das ist sehr nett. Belebt den Kampf und oh, das ist sehr nett. So. Aber gar nicht. Greift deinen Gegner mit der Axt an. Je geringer eure Gesundheit, desto größer der Schaden. Oh, das ist geil. Das nächste Mal noch hier vergiften. Oh, Junge, der kann vergiften, Alter. Das ist geil. Aber beleben ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Hio 1, aber sowas von. Lebende Nuss. Kann ich nicht mit dem Kanu hier rumjubeln? Holt dann nächstes letztes Mal einfach so ein Kanu raus. Ah, da sind sie ja. Muss gucken, ob die was bringen. Ob haben die was drauf? GP, FP, echt nicht, ist echt nicht gegen Feuer, ne? Okay, da ich bringe gar nichts. Lanze bringt vielleicht was. Mit von Linde. Ja, fangen. Fähigkeit verbrennen. Oh, das ist eigentlich nett. Das ist eigentlich nett. Hm. Waldfuchs blendet ein bisschen. Feuer habe ich. Okay, ich. Auf einen, ne? Fähigkeit verbrennen. Ah, komm. Scheiß drauf. Gar nichts. Warte, du Schlappschwänze. Oh mein Gott. Das, komm, jetzt mit ein bisschen hier. Wieso ist nicht Therion die ganze Zeit nicht dran? Ich will klauen. Giftwurzel. Oh, nett. Oh, Bronzeweste. Oh, Bronzeweste. Oh, Bronzeweste. Hat zum Schaden. In Tracht gewandt. Gewandt. Federweste. Können auch alles tragen, ne? Die sind jetzt nicht gebunden. Das war irgendwie interessant. Sind nicht wirklich gebunden, die Charaktere. Ja.
Wenn ihr etwas braucht, sagt es nur. Hm. Lange brauchen. Immer auf alles. Heilkraut. Oh nee. So ein Stück kann man ruhig kaufen. Hier Belebungskraut. Kaufen wir mal 5 Stück. Kann nicht schaden. Ich habe ein bisschen was verkaufen, das schadet nicht. Kann mir im Endeffekt den Arsch retten. Versuchen. Nee. Ich echt nicht angreifen oder so eine Kacke? Müll. Ja, husten. Sei, der geht nicht weg. Er geht einfach nicht weg. Hä? Was ist denn das? Achso. Ich habe mich verguckt. Ui. Ah, wieder ein paar Vipern. Ihr Schwänze. Oh, ich habe den Dolch angegriffen. Das ist falsch. Bruch. Bruch, mein Freund, Bruch. Deka-Fähigkeit. Ah, das habe ich noch nicht ausprobiert. Bringt nichts. Gar nichts. Gar nichts. Bam, 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 Junge. Was ist da los? Verfluchten Schlangen. Hm? Was ist euer Problem? Weiß geht's jetzt nicht so bisschen interessant. Oh. Ich kann mich da echt nicht dran erinnern. Ich weiß nicht warum. Es ist mir so. Die eine Stelle kam mir bekannt vor. Wo es so runterging zu der Truhe und jetzt dieses, ich kann mich da nicht dran erinnern, das muss die Stelle sein. Vielleicht, wenn ich den Boss gleich sehe. Den kleine Elite. Sieh mal an, Wasserblumen. Sie sehen nicht nur wunderbar aus, sie können auch für Magen bitter verwendet werden. Kein Wunder, dass es Seths Lieblingsblume ist. Was für ein Engel kommt den weiten Weg, um Blumen für ihren Bruder zu pflücken. Ein Flange. Alter, die Flange, ey. Boah, die ist groß. Wenn du mal keine Viper bist. Boah, die ist dick. Was ein dickes Ding, du. Tut mir leid, wenn ich unangekündigt hereinplatze. Du hast nicht zufällig ein wenig Schlangengift für mich übrig? Hm? Was du denn? Blöde Sau. Ich habe die Schuppen von der Schnauze. Was soll das denn? Schon gut, keine Umstände. Ich bediene mich selbst. Die Fresse, blöde Zau. Yes. Naja, wenn du darauf bestehst. Fräulein, du hast meine Jucke voll. Ja, aber ich helfe dir ein wenig. Komm mal her. Uiuiui. Doch, ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Aber der Boss, ja, aber das sind auch so zwei. Oh, warte, da unten ist. Natter. Zwei gleiche? Ja, anders aus, ne? Ah, die sieht größer aus, weil die weiter hinten ist, aber. Liebesfähigkeiten. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Lauffeuer. Soll ich die killen oder nicht? Ich glaube, ich kill erstmal die Kleine. Alle gegen Feuer eben bestimmt. Eieieiei. Guck dir das mal an. Oh, Bestie rufen, Alter. Die Geisterzahn. Ich mach dir mit alle Angriff. Mischen Apothekerfähigkeiten. Eiszapfen beleben. Erste Hilfe. Eiszapfen. Die dürften ja nicht so viel aushalten. Normalerweise müssten die ja schnell platt sein. Hm. Ach da. Er rät. Eine Hinzu, wenn Gift, Feuer, Kraut, Schlaf, Verwirrung, Blindheit, Vergiftung, Heilkraut. Ja, das ist das. Wir haben 2-3 Runden, Alter. Ja, komm.
Liebesfähigkeiten. Ach, guck mal. Ich muss die platt machen, die Nerven. Ganz schön sogar. Bisschen Wissen. Angriff auf alle. So. Was hab ich auch hinter mir? So viel Damage machen die gar nicht. Also ist es ist okay. Keine Menge, große Menge. Tröstender Staub. Oh, man muss ein bisschen zaubern. Das war eine verwirrende Wirkung. Das hört sich gut an, ne? Schafkraut. Irgendwas mit Kampfgeist regenerieren. Benebelte. Mach das mal. Leuchtender Nebel. Oh, 100? Keine Ahnung. Mich vielleicht einfach mal. Bisschen rufen. 10er und 10er. Bisschen rufen. Einfrieren, Angriff alle. Belebende Clown, Angriff alle. Musik ist Meep. Das war so. Tja, halt nicht viel aus. Liebesfähigkeit, Objekt. Oh, jetzt muss ich Musikes Meep einsetzen. Mischen. Eieiei. Mischen. Große Menge. So regeneriert. Das ist, glaube ich, gut. Jawoll, Alter. Zack, direkt geheilt. Scheiße, Musik ist Meep. Freu nicht. Zielen, Pfeilhagel. Jetzt nicht. Bisschen. Linde. Ja, darauf habe ich gehofft, dass sie sich fähiger macht. Batsch, Junge. Ist dich. Ist dich, Junge. Oh, mag die gar nicht. Mag die nicht. Na, guck mal, Schwerter. Na, okay. Mischen. Mischt denn nichts. Apothekerfähigkeit, Eiszapfen. Mhm. Gucken, ob die auch auf Ei, ob die auf Feuer steht. Wir wissen, bisschen rufen. Geistzahn. Ein Waldfuchs. Ne, bringt gar nichts. Oh! Ui! Muss ich so. Eieieiei, er ist der Einzige, der wiederbeleben kann. Oh, ja, auf sich selber kommen. Das ist ein bisschen too much. Bisschen rufen, Musik ist lieb. Falschen, aber egal. Scheiß drauf. Schon, das ist gut. Zupfen, fahren nicht. Oh, jetzt kann ich wieder durchballern. Bogen habe ich noch nicht angegriffen. Merke ich gerade. Fischen. Großer Menge. Substanz mit giftiger Wirkung. Ah, guck mal, zack, Giftgehalt. Jägerfertigkeit ist einfach sexy. Gnadenschlag. Zielen. So. Immer zwei Runden schön ordentlich. Bam, bam. Bam, bam, Junge. Bam, bam. Ja, ja. Sieh keinen. Ja, guck mal, wie das reinkloppt, Junge. Oh. Dolch, Schwerter. Ja, der tut's langsam. Aua, pass mal auf. Oh, ich merke gerade, ich muss mal hier stehlen. Giftstaubflasche. Okay. Nicht. Mal Stab. Pfleger. Komm, anspringen sollst du. Das Anspringen. Einschnüren. Okay. Zuschlagen. Mischen. DKW, Eiszapfen, Erste Hilfe. Eiszapfen.
Hier ist bewusstlos. Zehnbar. Zielen. Heulhagel. Ah, ein bisschen schwach, oder? Also, ich habe ein bisschen mehr erwartet von Pfeilhagel. Ist zwar nett, gar keine Frage, aber ich habe wirklich mehr erwartet. Pfeilregen? Pfeilhagel. Alle Gegner? Greift zu, für bestimmte Gegner. Ach so. Ah, okay. Gnadenschlag ist jetzt nicht so dead. Ich meine, die Angriffe sind für den Arsch. Fuck it. Oha. Oha, übertreibt man. Übertreibt man nicht. Mission. Großer Meer. So. Bin sicher. Heil uns mal schön, Junge. Sich verarschen? Ja, gar nicht. Tschüss. So. Reiz bestohlen. Okay. Bringt das schon mal gar nichts. FP stehlen. Freu nicht. Pega hat er bis jetzt, ne? Aber der Ding ist. Dann bringt Schwert nichts. Ui. Ui. Ui, ui, ui. Ah, langsam wird's heiß. Linde, komm. Oi. Du, hat was gebracht. Komm. Ah, ja, ihr braucht ja viel Leben, die blöde Sau. Die Leben. Kann man sagen, was man will. Die hat viel Leben. Ich bin schon 3000 abgezogen. Oh, wie viel Leben. Optikerfähigkeiten. Erste Hilfe. Auf wen? Therion, ne? Bei dem geht's echt nicht gut. Ui. Ja, der heilt jetzt das mal alle durch. Ich greife Linde permanent an, weil Linde macht ordentlich Damage. Schnüren. Ach du Scheiße. Mischen. Kleine Menge. Brauch ganz dringend diese Sachen. Jetzt zum Heilen und hau mich tot. Ach guck mal, da steht ja. Achso, da Fragezeichen. Ja, halt Vergiftung alles. Alle vermittelten Stellen GP wieder her, halt Vergiftung. Ein bisschen wenig. Ja. Alter, ich habe gedacht, die wird ja nicht mehr sterben, die blöde Sau. Tschüss. Stopp-Flasche und Heilkraut. Boah, der hat bestimmt 3000 Leben gehabt. Das war nicht mehr witzig. Tut mir leid, mir ist die Hand ausgerutscht. Huch. Wie bitte? Ich soll so viel Gift nehmen, wie ich brauche? Ich glaube, der spinnt. Redet mit einer Schlange, Alter. Einer Toten. Also einer Bewusstlosen. Rosgear. Yes. Wo ist Nina? Ich bin unterwegs. Nina, warte, ich muss kurz Kaffee leer trinken. Ja. Und ein bisschen Gift klauen. Viper. Die Viper, will ich eigentlich sagen, ist sie etwas groß, ne?
Chef, es tut so weh. Es tut so weh. Nina. Ah, es wird gut. Es wird alles gut werden, Nina. Alfie wird jeden Moment wieder hier sein. Er hat uns noch nie im Stich gelassen. Ach, ich weiß. Als Vater starb, uns beide zurückließ, wusste ich nie, was ich tun sollte. Uch, kriege ich Bäuerchen beim Zuhören. Ehrlich zu sein, sah ich mich nicht in der Lage, dich allein großzuziehen und zu beschützen. Aber Alf war immer für mich da. Nenn ihn bitte nicht Alf. Alf hört sich so bescheuert an. Ich muss mir mal dieses Alien denken. Als er mir sagte, dass er mit mir studieren und auch Apotheker werden wollte. Da inspirierte mich das, Nina. Es gab mir die Kraft, weiterzumachen. Weißt du das? Weißt du das? Er war immer so bescheiden, entschuldigte sich ständig, dass er mir zur Last fiele. Aber in Wahrheit bin ich derjenige, der sich ständig auf ihn verlässt. Wenn ich ihm doch nur etwas ähnlicher sein könnte. Nur ein bisschen. Dann wäre diese Welt schon ein Stückchen, ein großes Stückchen besser. Ah! Alfie. Er hat gelernt. Er hat gelernt. Er dachte nicht mehr Alf. Jawohl. Arsch, wie ich vermisst. Hm? Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Was denkst denn du? Was soll mir passieren, Junge? Gott sei Dank geht's dir gut, Junge. Hallo. Junge, hier, Alfie steht vor dir. Der Motherfuck, Junge. Oh, ja, sicher. Was denkst denn du? Hab das Kiff mitgebracht. Kannst du hier? Punsch mal zusammen. Mach mal das Mädchen wieder fit. Ich nehme an, du weißt, was jetzt zu tun ist. Hm? Mach fertig. Komm. Du musst es doch wissen. Geh dir doch den Scheiß extra. Ja, fang sofort an. Ja, fang an. Erfolg, mein Freund. Gib Gas. Los, Jalla dabei. Dabei, komm. Popolski, Popolski, mein kleiner Kumpel. Ha? Mann, ich bin kaputt. Ich geh mal nach Hause und mach ein Nickerchen. Ich bin einfach kaputt. Ich brauch ein Nickerchen. Ja. Mag das. Schlafen. Was ist da los? Das wäre der kleine Göre. Ines Bruder ist der beste Apotheker im ganzen Dorf. Ich muss besser werden. Ich muss ein besserer Dieb werden. Ich muss sie alle beklauen. Langsam reicht's mir. Ui, eine Truhe. Eisenachs. Oh! Ui. Physischer Angriff geht runter, aber Genauigkeit geht hoch. Genauigkeit, wirkt sich das auch auf Linde aus oder nur auf mich? Boah, gebe ich ihm Eisenaxt, Junge. Alter, überleg mal, ein Apotheker mit einer Axt. Weiß ich nicht, ob ich mich mit dem anlegen würde. Junge, der hackt dir das Bein ab und kannst gleichzeitig wieder flecken. Hä? Wo soll das hinführen? Oh, guck mal. Ackerball hier, Ackerball da. Oh. Was gibt? Ah. Geil. Zum Mixen. Sicher, mal fertig da, Alter. Boah, zum Punchen. Boah. Jetzt weiß ich, wofür die ganzen Sachen sind. Schön zum Punchen und die haben mir echt den Arsch gerettet. War gar nicht mal so verkehrt. Oh, Zirn stehlen. Will ich den stehlen? Nee. Komm, lass mal sein, den Scheiß. Lass mal sein, den Schmuh. Ja, sicher. Ich bin müde. Ich bin einfach müde.
Mal ein bisschen pennen hier. Später an diesem Abend. Mensch, immer diese komischen Träume. Frag mich, ob da, ob es Seth voll gut geht. Sollte mir keine Sorgen machen. Es wird ihm gut gehen. Wie immer. Aber jetzt passiert irgendwas. Weißt du, Seth? Nachts kommen immer diese Emotionen hoch. Diese Gedanken. Ich habe alles getan, um ein guter Apotheker zu werden. Um zu werden, wie du weißt schon, wer. Aber manchmal habe ich das Gefühl, noch immer weit davon entfernt zu sein. Es bräuchte nicht mehr als einen kräftigen Windstoß, um dieses verschlafene Städtchen von der Karte zu fegen. Und trotzdem, hier wurde ich geboren und großgezogen. Hier habe ich mein Handwerk gelernt. Hier gibt es den griebiscremigen Gerthas, den ich noch nie habe lächeln sehen. Merül kommt zurecht, braucht aber hin und wieder eine Schulter, an der sie sich ausweinen kann. Merül. Und um den Husten des alten Alec muss ich mich auch kümmern. Alec. Und du, Zef, ich habe dir das Leben schwer gemacht, solange ich denken kann. Du hast mich eingeladen, mit zusammen bei deinem Vater zu studieren. Hast dich um die Bücher gekümmert, als wir beide anfingen zusammen zu arbeiten. Und richtig, was hatte ich gerade gedacht? Bleib besser in der Gegend. Aber nicht hier. Mal sehen, wie es bei Seth aussieht. Kontext war jetzt so ein bisschen verwirrend. Aber egal. Alf! Alfie. Mensch. So gesagt. Da geh ich gerade husten, Junge. Erschreckt mich doch nicht so. Bleib mal locker. Wer wusste es? Wer hätte jetzt daran gezweifelt, wenn du mit der Aufgabe betraut bist? Wer hätte je daran gezweifelt, wenn du mit der Aufgabe betraut bist? Vielen Dank. Alfred, für alles. Du hast das Leben der Schwester gerettet. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Och. Nicht der Rede wert. Ich habe nur jemanden ausgeholfen, der in der Klemme steckte. So einfach ist das. Was damit? Was ist mit den Worten? Oh, die große Pest. Ja, ja. Oh, Zef, da kann ich mich dran erinnern. Das war einfach... wo bin ich? Ja, ey. Alter, irgendwann kriegt jeder... Jeder findet mal seinen Meister. Ach, stimmt, da war da was, ne? Jo. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Dieses Elixier war wild. Ja. Haben auch kein Geld. Also gut. Ich hoffe, dass ich eines Tages auch tun kann. Ah, Mensch. Ja, ich gebe mir Mühe. Guten Tag. Ja, Mann. War das so? Ich fange an zu weinen, Junge. Ich bin traurig. Wir sind nicht zusammen, mein Freund. Wir sind Kumpels, aber wir sind nicht zusammen. Alter, das ist ein ganz anderer Film, den du fährst. Ich kenne den nicht. Bruder, deswegen bleib mal locker.
Was denn? Erzähl mir. Was ahnst du denn? Hm? Ja, Bruder. Ja. Gut, dass du das erkannt hast, Junge. Gut, dass du das erkannt hast, mein Freund. Gut, dass du das erkannt hast. Endlich kann ich durchschnaufen. Ich hab das schon so lange auf der Brust. So lang. Du wusstest es einfach. Du wusstest es. Nein. Das hab ich niemals behaupten. Aber das ist hier trotzdem mein Zuhause, mein Freund. Das ist trotzdem mein Zuhause. Ich werde niemals woanders so, mich so wohlfühlen. Ja? So friedlich schlafen können. Wie hier. Hier. Das ist mein Zuhause. Wird's immer bleiben. Hm? Merkt ihr das? Es soll niemals so aussehen, als würde ich mein Zuhause scheißen. Niemals. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß es. Ich weiß. Du bist ein begabter Apotheker, Zef. So gut wie... Nein, vermutlich sogar ein bisschen besser als ich. Aber ich kann dich doch nicht alleine fürs Dorf sorgen lassen. Das geht doch nicht. Du brauchst eine Vertretung. Ein Kumpel. Du brauchst jemanden, der mich ersetzt. Oder wenigstens meinen Platz versucht einzunehmen. Hm? Abgesehen davon, wer würde dich ständig auf den Boden der Tatsachen zurückholen, Alter? Alleine hier, beim Schacht, du hast immer große Fresse. Ich muss ja ab und zu mal sagen, ja, geht nicht. Weißt du, ich gewinne immer 5 von 6 Runden. Du hast mal große Klappe. Du bist wie Pepe, mein Freund, du bist wie Pepe. Aber ey, ich muss dich einfach immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und wer macht das dann, wenn ich weg bin? Erzähl's mir. Erzähl's mir. Wer würde sich denn Gerd das Gemecker anhören? Und Merits Geschichte von unerfüllter Liebe? Das ist kein Spaß, mein Freund. Merits Geschichten, dieses Liebesgeschwafel, ne? Oh, Bruder. Da hast du dir aber was vorgenommen, mein Freund. Das ist nicht zart, was du da... Das ist Hartbacken, Junge. Alter, Billy, da hast du dir was vorgenommen. Gut. Wenn du die Eier hast. Wenn du die Eier hast, mach. Ja, ich sag nix, Bruder. Ich sag nix, Zeffi. Mach. Ich glaube an dich. Du hast all mein Vertrauen. Okay. Jetzt glaube ich es dir. Jetzt hast du mich überzeugt. Oh, hab ich Bock drauf. Oh, danke, Zevi. Danke. Ich hab da Bock drauf. Oh, ich bin jetzt schon. Ich bin heiß wie Frittenfett. Mein Freund, ich bin heiß wie Frittenfett. Ruhe. Du erhobenen Hauptes, diese Brust glänzt. Ja? Du straff wie meine Titte. So wahrhaftig soll mein Werdegang sein. Ah. Also gut, Junge. Ab geht's. Kein Bock mehr auf den Kackladen hier. Ha? Wird Zeit, mal ein bisschen Bambule zu machen. Weißt du was, Mama? Ich werde auf Reisen gehen. Ja. Ist an der Zeit herauszufinden, wie weit meine Fähigkeiten mich bringen. Oh, hab ich Bock drauf, Junge. Oh, ich kann bald Gift verbreiten. Ich werde auf der ganzen Welt Menschenleben retten. Genau wie der Mann, der meins gerettet hat. Genau wie er. Gib auf mich acht, ja? Bitte. Bitte, Mutter. Och, Zeffi. Wir hatten doch gerade eine liebe Schnulze hinter uns. Was ist denn jetzt los? Erwachsen jetzt? Ich muss dich ja noch von Motti verabschieden. Was willst denn du? Komm schon, Zef. Ich hab nicht um eine Abschiedsfeier gebeten. Erzähl mal, was jetzt los ist hier. Ein Geschenk? Oh. Da bleib ich auch gerne länger. Sag mal her. Dein Beutel. Ich möchte nicht dein Beutel. Wollte ich denn reden? Was für ein Beutel? Boah, Bruder, ich glaube, du bist echt ein bisschen warm. Du bist warm, ich merke das. Ey, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb, mein Freund. Ich nehme ihn gerne. Ich nehme den Beutel. Ich nehme ihn. Auf den habe ich, den mag ich jetzt schon. Es war aber kein Scherz, als du sagtest, es sei nichts Besonderes. Okay.
Danke, Chef. Ich werde gut drauf aufpassen. Ich sage dir. Scheiße, Beutel. Bruder. Nimm du so lange mein. Ich nehm deinen, du nimmst mein. Stabil. Aber, hey. Denk dran, meiner ist größer. Ich möchte ihn ganz wieder haben. Wenn ich wiederkomme, möchte ich meinen Beutel zurückmachen, weil mein Beutel ist ein bisschen größer. Da hat ein bisschen mehr Platz. Ja, ist mir ein bisschen zu mickrig. Wir sehen uns, mein Freund. Dabei. Du auch, Zef. Du auch. Ich werde dich vermissen, mein Freund. Ha? Pass auf Nienchen auf. Denk an Merrill, ne? Hör dir alles an. Da springst du aber von der Brücke, sag ich dir. So begann Alfin seine Reise. Überall, wo er hinkam, den Schmerz der Leidenden und Kranken zu lindern. So wie ein Mann es einst für ihn getan hatte. Er wusste nicht, welches Schicksal ihn auf seinen Reisen erwartete. Punkt, Punkt, Punkt. Soweit? Ich glaube, wir haben's. Was ist das für eine? Ja, werte Dame. Wer ist sie? Fehlen? 15%. Nee, würdet ihr mir vielleicht kurz Gehör schenken? Es ist etwas passiert, was ich mir niemandem sonst erzählen kann. Ich habe eine Flasche gefunden, die den Fluss herabtrieb. Seltsamerweise war ein Brief darin. Wollt ihr wissen, was darin stand? An meine Merrill. Ich habe dich sehr geliebt, aber mir blieb keine andere Wahl, als dich in die Obhut eines anderen zu geben. Ich hoffe, du bist glücklich, wo auch immer du sein magst. Deine ferne Mutter. Oh, wie traurig. Ich hab doch Eltern hier im Dorf. Oh. Ich werde sie fragen, was das zu bedeuten hat. Aber ich habe Angst vor der Antwort. Ja, Mäuschen, du bist anscheinend adoptiert. Kundigen. Eine Bewohnerin vom Clara, der alles in ihrem Heimatort gefällt. Vom stillen Fluss und der warmen Sonne bis zu den freundlichen Menschen. Verborgenes Objekt. Danke sehr. In Ordnung. Provozieren brauche ich nicht. Brauche ich keinen auf einen auf eine Glocke zu geben. Gott, oh Gott, oh Gott. So assi sind wir nicht. Olivenblüte. Ui. Den brauchen wir nicht bei dem. Wir haben gesehen, was passiert. Wir haben gesehen, was passiert. Lieber nicht. Warte mal. Merrill. Warte mal. Matti. Nehmen wir was. Warte. Ah, okay. Was soll ich machen? Ja. Wo ist sie denn, die Mutti? Mutti, Mutti, Mutti. Mutti, Mutti, Mutti. Wo bist denn du? Ja, das Bruder ist der beste Apotheker im ganzen Dorf. Ja, da hast du mir schon mal erzählt. Jetzt, ja. Ah, hallo. Habt ihr meine Tochter Merrill gesehen? Ja, die haben wir gesehen. Die haben sie sogar sehr wohl gesehen. Die Mutter liebt ihre Tochter über alles in der Welt. Sie ist immer da, um Merrill zu ermutigen, wenn sie aufgeben will, ein verborgenes Objekt. So, wo haben wir's? Da. Nebel der Wurzel. Ein Wurzel. Provozieren, stehlen. Kann ich von der stehlen? 10%? Nee. 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 Wie, was Angst vor der Antwort? Ja, dann geh doch dahin. Was ist denn da los? Kann ich da mit dir quatschen? Hä? Aber das verstehe ich nicht. Zef, der junge Apotheker aus Clara, der verlor seine Eltern schon in jungen Jahren an die große Pest und musste sich danach allein um seine Schwester Nina kümmern. Da sie das einzige verbleibende Familienmitglied ist, lasse die Verantwortung für sie schwer auf ihm. Er ist entschlossen, ihr Wohlergehen über seines zu stellen. Danke sehr. Ach, Kraut.
Aha. Was? Ja, hier. Oh, ne. Vor einiger Zeit erhielt der Junge die Nachricht, dass sein Großvater zu Besuch nach Clara kommen würde. Zudem erwartet er aufgeregt dessen Ankunft, um Geschichten von Reisen zu hören, die er so sehr liebt. Boah, ist mir ein bisschen warm hier drin. So. Ich krieg gar nichts? Danke sehr. Geist von hören, ey. Ich krieg gar nichts. Kann ich denn bei Ihnen klauen? Alles 80%, was soll das? In meiner Ehre alle, die hier in diesem Dorf leben, haben ein Herz aus Gold. Alfen schenkt mir immer Fische, die er im Fluss fängt. Zef denkt ständig an seine kleine Schwester und kümmert sich um uns, wenn wir mal krank sind. Ach, und Merle ist auch ein liebes Mädchen. Aber irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Manchmal wirkt sie völlig abwesend, als wäre sie gar nicht hier. Ja, was willst du machen, Junge? Ein geistesabwesender, ungeschickter Bewohner von Klarach. Er redet gern, hat aber noch nie ein böses Wort über jemanden gesagt und ist bei seinen Mitbürgern beliebt. Ah, ein Ausrufezeichen sogar. So, das Ausrufezeichen heißt nur Item. Okay. Fehlen? Ja, auf keinen Fall. Kennt ihr nicht die ganze Geschichte? Er ist jemals stolzer auf seine Tochter gewesen als ich auf Merle. Ich liebe sie sehr. Aber sie kennt nicht die ganze Geschichte. Oh oh. Dieser Mann ist sehr stolz auf seine Tochter. Er ist als erstes an ihrer Seite, wenn sie in Schwierigkeiten gerät. Er liebt seine Tochter, obwohl sie weiß, dass er nicht ihr echter Vater ist. Merles Vergangenheit. Informationen erhalten. Danke sehr. Ordnung. Immer ist jemand stolz auf seine Tochter gewesen als ich auf Merle. Ich liebe sie sehr. Aber sie kennt nicht die ganze Geschichte. Okay, jetzt? Kann ich euch heute helfen? Geschichten lauschen. Ruf wiederherstellen. Ruf ist makellos. Soll auch sonst sein, als ich veräppeln oder was? Kundigen. Vorräte im Überfluss. Oh, das hört sich gut an. Ein treuer Liebhaber von Max Küche, der bereits jedes Gericht auf der Karte gegessen hat. Kein anderes Mal scheint seine Gelüste zu befriedigen und in letzter Zeit weigert er sich, um Kummer seiner Familie zu Hause zu speisen. Danke sehr. Vorräte im Überfluss. Ah, jetzt. Schmied und Plattner haben neue Klamotten. Krass. Diese Küche verwendet nur den besten regionalen Fisch, um einfache Gerichte zu zaubern, die jeder mag. Jeden Tag strömen die Leute in ihr Wirtshaus, um sich nach dem zu ergötzen, was einige als den wahren Geschmack Klares bezeichnen. Danke sehr. Küchen, hat euch die Reise hungrig gemacht? Dann labt doch euch doch an meinen köstlichen Gerichten, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Nämlich Klau. Garnelen mit Soße. Ui. Ja, wie? Muss man klauen. Ja, einfach nicht anquatschen. Das mag ich nicht. Ich habe die Story jetzt von über die Tochter. Wer ist er? Wer ist sie? Fehl. Wie wird er denn klauen? Nein, so kann ich schon, aber. Mit Risiko. Mambo. Mambo. Ja, hab ich. Ist ja oben. Chillt. Ah, guck mal. Herrlich. Merle. Komm in unserem Dorf. Mein Name ist Merle. Würdet ihr mir vielleicht kurz... Wieso sagt ihr zu mir? Achso, weil ich mit Hane drum lauf. Vielleicht kurz Gehör schenken. Das ist etwas passiert, was ich niemandem sonst erzählen kann. Ich habe eine Flasche gefunden, die Fluss... Das haben wir doch schon. An meine Merle. Ich habe dich sehr geliebt, aber mir blieb keine andere Wahl, als dich in die Obhut eines anderen zu gehen. Ich habe wirklich eine ferne Mutter. Ich werde sich fragen, was das zu bedeuten hat, aber ich habe Angst vor der Antwort. Mal zur Vergangenheit. Eure Wissen teilen? Ja. Ich? Willst du damit sagen, dass ich hier nicht geboren wurde? Boah, das kann nicht sein. Das ist eine Lüge. Kann nicht wahr sein. Es ist keine Lüge, mein Schatz. Aber du,
und Mutter. Es tut mir leid, mein Schatz. Wir wollten es dir eigentlich schon früher sagen. Zwar vor 19 Jahren, da war eine Frau mit einer Tochter namens Meryl. Die kam hierher und bat uns, so lange auf das Kind aufzupassen, bis sie wieder zurückkehren konnte. Wir hatten selbst keine Kinder. Oh, wo wir uns danach sehnten. Du warst ein Geschenk des Himmels. Aber. Nee, aber. Wir kamen von Meryl. Meryl. Wir warten darauf, dass sie zurückkam. Wir warteten darauf, dass sie zurückkam, um dich zu holen. Aber Monate und Jahre vergingen. Also ich... Monate, ja, okay, aber ja, wie wir schon mit den Gedanken machen. Und mit der Zeit betrachteten wir dich als unsere eigene Tochter. Wir sind nicht dein Fleisch und Blut, aber wir lieben dich, als wär's so. Ich liebe dich auch, Mama. Hm. Aber ich muss die Person finden, die diese Nachricht geschrieben hat. Es tut mir leid. Vielleicht hat sie die Antworten, die ich schon so lange suche. Tu, was du tun musst, mein Schatz. Wir werden für dich beten. Vielen Dank, Vater. Wer auch immer diese Flasche ins Wasser geworfen hat, muss irgendwo flussaufwärts leben. Ich werde aufbrechen, sobald ich meine Tasche gepackt habe. Ich werde die Person finden, die diesen Brief geschrieben hat. Eine Frau mit Kampfgeist. Charakter. Tut mir leid, Meryl. Ui, 1500 Mücken. Und eine Nuss. Geil. Nüsse und Geld. Mag ich. Lieben wir. Ich konnte nichts mehr in der Höhle machen, ne? Bin da hingegangen, war ja Ende. Kleine Plateau. Ja, dann kann ich ja. Da brauche ich gar nicht versuchen, oder? Warum ist das Tor offen? Ja. Will. Die langen Stiefel. Ja, los, ey. Freu nicht rein. Ja. Nur weg. Reicht jetzt. Dem komischen Gewusel. In diesem Ghetto. Also, als nächstes will ich dann nach Primrose kommen, wa? Ich muss hier lang. Da hinzukommen. Oh, die Primrose? Oder mache ich. Wo ist denn die Staffel. Staffel 2 sag ich schon. Alfin. Kapitel 2. Stufe 24. Ah, hier war erstmal. Kam jetzt Kapitel durch. Shit, ey. Oh, es bewegt sich. Bewegen sie alle Schiffe. Oh, das ist ja schön. Oh, wir paddeln entlang. Hübsch. Wollen wir es Primrose oder was? Ja, ne? Oder gehen wir erstmal in die Anfangsstadt? Wir gehen mal in die Anfangsstadt. Kann ich nicht, schnell reisen? Aswaki. Frag ich doch, man kann nicht schnell reisen machen. Ein bisschen lang. Ich werde doch nicht hier jetzt entlang laufen, Alter. Dann bin ich ja 500 Jahre unterwegs. Zack. Schnell reisen. Brrr. Einmal Turbo rein. Spielen. Aufbedeckung. Nee. Machen wir nicht. Wir haben daraus gelernt. Kundigen. Weil so viele Kinder in Swaki, wurde auch dieser Junge von Geburt an darauf vorbereitet, Jäger zu werden. Er erinnert sich kaum an seine Mutter, die starb, als er noch klein war, und kämpft darum, die Erwartungen seines harten und unbeugsamen Vaters zu erfüllen. Dieser möchte, dass sein Sohn eines Tages Dorfvorsteher wird. Wozu der Junge keinerlei Ambition hat. Danke sehr. Wenn ich den beklaue, oder was? Ja, 80%. Ist ein wenig zu meckrig. Ein wenig zu meckrig. Oh, mehr. Ihm denn ja. Dieser leidenschaftliche junge Mann ist zwar kein echter Forscher, aber dennoch ist er ins Waldland gereist, um die Legende der bisschen Thema kennenzulernen. Danke sehr. Okay, kann ich was? Ich möchte mehr über diese Monsterbindung erfahren, weiß jedoch nicht, an wen ich mich deswegen wenden kann.
Da war doch was. Kann ich was klauen? Nö, kann ich nicht. Gut. Kundigen. Die Eltern dieses jungen Mannes wurden von wilden Bestien getötet, als er noch klein war. Und wären nicht ein Jäger und sein Schreckenswolf zur Stelle gewesen, wäre es mit Sicherheit auch mit ihm aus gewesen. Er ist entschlossen, die Fußstapfen des Mannes zu treten, der ihm das Leben gerettet hat. Er trainiert jeden Tag unerbittlich dafür. 22 Jahre und schon bereit zu sterben. Oh. Stabil halt, ne? Soll ich dazu sagen? Er ist halt bereit. So. Geht's gut. So, ja. Er hat Geschichten der allmählichen Vergessenheit und ich fühle mich verpflichtet, die Menschen daran zu erinnern. Sicher darf ich kommen, an dem wir sie wieder brauchen werden. Ich glaube, wenn ich von denen jetzt erkundige, kriege ich Informationen für den kleinen Furz da. Erkundigen. Geschichte der Bestienzähmer, sag ich doch. Geschichtenerzähler in Waldland, der die Geschichte der Bestienzähmer kennt. Wer ihn erzählen hören will, braucht es nur zu sagen. Ich glaube, nach zu Primrose bin ich gegangen. Hab sie bekommen und danach war Ende. So weit bin ich gegangen. So. Kann ich ihm die Story da verkaufen. Ja, hier kriegst du die Geschichte ein bisschen Thema. Das ist kein Ding. Du wolltest mir von den Monsterbändigern erzählen? Ach, vielen Dank. Manchmal werden im Pinsel halt Menschen geboren, die Macht besitzen, mit den Tieren zu reden. Die Monsterbändiger lernen von älteren Meistern, wie sie die Tiere ihrem Willen unterwerfen können. Mit Tieren reden? Nein, das klingt gar nicht nach meinem Vater. Auch beim Nachbarvolk von Grünhold lebten Monsterbändiger. Die Menschen von Grünhold? Doch tragischerweise griffen sie nach verbotener Magie und verloren ihren Verstand an die Monster und wendeten sich gegen das Volk, das sie eigentlich beschützen sollten. Verdammt, das is it. Zeit, den Gefühlsausbruch. Echt zu sein, suche ich meinen lange verschollenen Vater. Wie besessen war er plötzlich in eine wilde Raserei verfallen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Eine Riesenschlange wand sich um seinen Schatten. Und im nächsten Moment war mein Vater verschwunden. Bevor er seinen Verstand verlor, erzählte mein Vater jedem, dass er ein Nachfahre der Monsterbändiger sei. Nun glaube ich, dass er ihre verbotene Magie wieder aufleben lassen hat. Der Legende nach wurde der Stamm von Grünhold vom Volk aus dem Finsterhold besiegt und vertrieben. Gefährlich war die Magie, an die sie sich herangewagt hatten. Mögen die Götter gnädig mit euch sein. Ich bin dem Ziel, meinen Vater zu finden, einen Schritt näher gekommen. Wenn mein Vater tatsächlich von einem Tier beherrscht wird, habe ich keine andere Wahl, als es zu töten. Ich muss weiter nach ihm suchen. Vielleicht werden wir uns hier wiedersehen. Doch für den Augenblick verabschiede ich mich. Ja, tschüss. Immer beklaut, jetzt ist er nämlich weg. Das regt mich jetzt irgendwie auf. Das regt mich wirklich auf. Er hat ja bestimmt nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Naja, scheiß drauf. Stehlen. Was hat er? Liebe des Lebens. Ah, nee. Brauche gar nicht zu klauen. Ahnenreihe der Familie Büron, okay. Ein Historiker, der sich mit der gründlichen Erforschung belehrt, der Adelsfamilien beschäftigt. Mit ihren Ursprüngen und ihren Stammbäumen. Niemand weiß, warum er das tut. Am wenigsten er selbst. Ahnenreihe der Familie Büron. Danke sehr. Danke. Kaufen. Datenlangbogen. 12.000. Überleg mal. 12 Bilder. Ja, sicher. Ja, sicher. Stehlen? Nee. Erkundigen? Viele junge Leute in Swarky möchte dieser Junge ein Jäger werden, wie sein Vater und dessen Vater vor ihm. Noch ist er eher schwächlich, geht seine täglichen Trainingseinheiten jedoch mit einer Hingabe an, dass es nicht mehr unmöglich scheint, dass er seine Bestrebung erfüllen kann. Verborgenes Objekt. Da. Eisseelenstein. Okay. Seelen, was war das? Olivenblüte. Müll stehlen. Leerer Münzbeutel. Den hätte ich gern geklaut. Reisnachlass im Gasthaus. Oh, das ist gut. Der Mann war nicht in der Lage oder nicht willens, sich eine ehrliche Arbeit zu suchen.
und nutzte seine Familie aus, bis die ihn schließlich vor die Tür setzte. Führte ihn schließlich nach Swaki zu seinem Bruder. Jetzt verbringt er seine Zeit damit, lächerliche und kostspielige Pläne zu schmieden. Danke sehr. Weiß nachlassen im Gasthaus. Ja, genau. Ich will gerne meinen Mann besuchen. Er arbeitet im Felsfall. Aber der Weg dorthin führt durch einen gefährlichen Wald und ich habe Angst, allein zu gehen. Doch nur jemand finden könnte, der mich begleitet. Felsfall? War ich da nicht schon? Wo ist das? Hä? Felsfall, da bin ich doch. Schwert? Ich finde das Schlange nicht. Wie Zeit, dass ich. Aber mein Mann ist eigentlich der Jäger, solange er keinen großen Keiler erlegt hat. Dann glaube ich nicht, dass ich das allzu bald schaffe. Ah, jetzt muss ich den Keiler wegkloppen. Und liegen? Manche mögen es als seltsam und ungesund ansehen. Immer nur an andere zu denken und nie an sich selbst. Aber genau das scheint diese Frau zu tun. Allem Anschein nach verbringt sie jeden wachen Moment damit, sich Sorgen über ihren Mann zu machen. Da sie über keine eigene Identität verfügt und nur durch ihn lebt. Okay. Die ist aber psychisch. Hier? Hier geht's, glaube ich, echt nicht gut. Ich kann niemanden vernünftig bestehlen, ohne dass ich Ärger bekomme. Oh, jetzt kommen diese super harten Gegner. Oh. Jo. So anspringen, mach so Feger. Ein Arm nehmen? So anspringen, verstehe ich, mach doch Feger. Für die halten jetzt mehr aus. Oder bin ich auf den Kopf gefallen? Wirklich hat mehr aus. Komisch. Oh, jetzt kommen auch zu einer Ratte und zwei von diesen Murmeltieren. Mhm. Er macht mal anspringen. Aber kein Feger. Verstehe ich nicht. Eis und Feuer könnte ich mal versuchen. Mein Hals, ey. Sehe ich nicht. Aha, Feuer. Ja, anspringen, mach doch Feger, du Katze. Stich nicht.
Hält schon viel aus. Viel mehr halten die aus. Viel, viel mehr. Die haben sich eiskalt angepasst. Da hätte ich nicht gedacht. Skaliert alles mit. Warte mal. Wo ist denn die Keiler-Scheiße? Nicht bescheuert. Hier habe ich mich vertan. Oh, ich hab mich vertan. Muss nach oben. Muss die Keiler besuchen gehen. Und die sind da oben. Upsala. Moschiges Mieb. Feuer mag er nicht. Ah, mag er schon, aber nicht so, dass es eine Schwachstelle ist. Jäger, schon sagen, das hätte von Anfang an kommen sollen. Auch nicht. Was denn? Boah. Frechheit. Jetzt macht der Feger, weißt du? Zack, Gesicht. Auf Flutkatze. Die Keiler. Ja, vielleicht level ich noch einen. Der gar nicht mehr so verkehrt. Mach mal, oi, 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 oi. Geil. Weg. Brauch die nicht. Sack. Oder einen Keiler habe ich mir, glaube ich, gefangen. Ich weiß es noch nicht mehr. Scheißegal. Guck mal. Ja, hier muss der Keiler-Höhle irgendwo sein. Hier, oder? Weiß es nicht mehr. Oh, deswegen Pfeile habe ich so stark. 24 Mana-Punkte. Ja, auch kein Wunder dann. Oh. Guck mal, ich hab voll Leben. Springen. Na gut. Digga, wäre besser gewesen, wären beide wahrscheinlich tot. Zack. Oh, nicht hier. Bewusstlos Klopp.
Ich glaube, da ist die Keilerhöhle. Ja. Die ist hier. Bin ich noch nicht sicher, aber ich schon finden lassen. Das waren. Ja, meinst du, jetzt macht er an, macht er Feger. Mach doch Anspringen jetzt. So, was ist denn los? Steh ich nicht. Wirklich nicht. Bahnstufe 15, so. Boah, das wird interessant, ey. Mal gut, wenn ich jetzt ein Level steige, reicht ja, ne? Aber es müssten alle 15 am besten sein. Und das sind nicht alle. Jetzt sind 12 und 8. Jetzt nicht so die beste Wahl, glaube ich. Aber wird sich zeigen. Oh Gott, wenn ich die schon erzähle, ne? Ach du, wie fett die sind, ey. Dolche, nein. 322, ja, mein. Lean, ich brauch's gar nicht. Konnte nicht gekommen. Ja, ich glaube, das war's. Ein ja, gutes Ende. Steht ja, guck. Steht ja, ist doch hier, guck mal. Ist doch schön. Wie vorbei. Ah, ist auf jeden Fall vorbei. So, ist ein glorreiches Ende für diese Aufnahme. Deswegen würde ich mal sagen: auch mit Level 15. Hört auf, geht da nicht rein. Nein, gar nichts. Bringt gar nichts. Oh Gott. Nein, ihr werdet 20 und dann geht da rein. Dann seid ihr, glaube ich, auf sich entspannt mit einer ganzen Gruppe und 4 Charaktere. Nicht 3. Und schon gar nicht so, wie ich es gemacht habe. Weil, ihr seht, ist ein Eigentor. So, deswegen würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich gebe Ben. Tschüss.